Hallo Leute, willkommen zurück in GTA San Andreas. Wir sind hier stehen geblieben und haben unsere geile Karre hier abgesetzt. Oh yeah, und die werden wir uns auch direkt krallen und zur nächsten Mission fahren. Ich meine, wir können bei keinem Zuhälter auftauchen mit einer schieren Karre, Mann. Da muss schon was kommen. Da muss schon was kommen, Leute. Ja. Nein, ich habe keine Drogen genommen heute aus dem ersten Mal. Also wird das ein ganz angenehmer Part für euch. Ganz angenehm. Ja, ganz angenehm. Hey. Für was heißt, hältst du dich mal? Du machst das Casablanca? Ja, Casablanca. Na, na gut. Ja, der Zuhälter ist immer so weit weg. Ich habe mir echt die Mission da immer am Arsch der Welt ausgesucht. Falls sich gerade fragt, warum ich den Zuhälter mache, cheesy, weil ich ganz gerne von einem immer alle Missionen mache und nicht so abwechseln, weil dann kennt sich ja keiner mehr aus, von der Geschichte her meine ich jetzt. Erst, du hast unsere Karre kaputt gemacht, nur weil du ein Bulle bist oder was? Ich gebe dir gleich einen Fahndungsstern. Wow! Ein Regenbogen! Weil es letzte Folge voll heftig geregnet hat, Mann. Yo, it's wonderful, man. Hey, der Regenbogen ist weg. Aber ich habe den zum ersten Mal in GTA gesehen, wirklich. Ich habe nicht gewusst, dass sowas gibt. Der ist anscheinend nur kurz da, aber urcool. Erst Mann, ja, selber schuld, ne? Ohne Auto. Ja, egal, ich lasse trotzdem da stehen. Ich hoffe einfach mal. Mike Toreno. Hey, Holmes, open your eyes, dog. Can't you see we're getting messed with here, Holmes? Hey, partner. T-Bone, look. It's Carl. Now, he's a real hero out there. Shit. See? We still good. What, are you Vato stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike. Mike. I've been trying to contact you. What? Oh, man. Who are you? Okay. Just keep talking. Hey Holmes, Mike's in trouble. Let's bounce. What trouble? Who is Mike? Man, they taking the Yay shipment and the van, and Mike's still in the back. Well, what are we gonna do? How the fuck we gonna know where he is? He's got his phone. He's gonna talk to us till his battery runs out. Come on, we gotta bounce. Alright, let's jet. Ja, okay, das ist nicht unglaublich. Wollen wir nicht lieber mein Auto nehmen? Ich mein's ernst. Warum nehmen wir nicht mein Auto? Bitte. Ja, okay, es war echt nett, dich gekannt zu haben, aber ich muss los, die Zeit läuft und ich werde dich für immer in Erinnerung behalten. Ciao. He says he can hear seagulls. Mike can hear gulls. Seagulls? Could be anywhere in it. Aha, der ist fix und ist weg. What the fuck? Der ist fix und ist weg. Ich fass es nicht. Was ist das für ein Bug, den hatte ich noch nie im Leben. Ja, egal Leute, dann machen wir es ohne Motorgeräusche, nur mit Musik. Achso, warte mal. Ah ja, genau. Der ist fix und ist nicht weg, glaube ich. Ja, ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das hört man in der Aufnahme so. Nämlich habe ich hier so ein komisches Headset, da kann ich zwischen Surround Sound und Stereo umschalten. Und da das so ein altes Game ist, hat das kein Surround und dann höre ich manche Sachen nicht. Und dann schalte ich manchmal auf Stereo und dann höre ich es doch und dann bla 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 und so. Und ich glaube, in der Aufnahme müssen wir sowieso alles hören. Also mir scheißegal, was ich eingestellt habe. Falls man es nicht hört, dann ja, sorry, nächstes Mal. So. Bist du Depper? Okay. Dann nochmal. So, jetzt müssen wir uns aber doch langsam beeilen, weil wir haben ziemlich lange rumtrödelt. Ja, wir haben denen eine Minute geschenkt oder so. Das Auto darf auch nicht kaputt werden. So. Achso, die sind eh hier.
Ja, und dafür hat man 5 Minuten Zeit. He can hear a truck reversing. He says it's busy like a freight depot or something. Great. Oh, they must be down at the dock. Get to the docks in Easter Basin. Okay. Achso, für okay. Deswegen haben wir so viel Zeit, alles klar. Auf zu den Docks, Mann. Hey, we'll be there in a minute, Mike. Mike's cell phone battery is running low. Ja, das ist schon schlimm, mir geht auch dran, der Akku ist echt ärgerlich. Service. Shit, he says they stopped, then he heard gunfire. He thinks they just shot their way through a security gate. They don't have heavy security at the dock, but they do at the airport's freight depot. To the airport, rapido! Airport. Fuck, wir haben nicht mehr viel Zeit und ich glaube, ich muss die Straße rauf, wenn ich zum Airport drauf will. Schnell, 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 schnell. Jetzt wird die Sache langsam ernst, Leute. Achso, wir müssen eh da. Scheiße. Fuck, Mann, auf dich habe ich keinen Bock, Mann. Was? Hallo. Erstens muss ich es mit dem Auto schaffen, mit der langsamen Karre. Mit unserer anderen Kiste wären wir schon längst da. Und zweitens habe ich mindestens eine Minute nur verschwendet. Und deswegen habe ich jetzt keinen Bock, da auch noch aufgehalten werden. Ja, wir fahren da jetzt rein. Dazu brauchen wir Actionmusik. Oh yeah. Erst Mann. Da geht's nicht zum Japan rein, ich glaube da unten. Ich glaube, wir müssen da unten durchfahren. So. Wir sehen eh das Signal, ob wir näher kommen oder nicht. Jetzt müssen wir ein bisschen schätzen, wo das stärker wird und wo schwächer wird. Hier wird stärker in die Richtung. Da hinten ist er. Erst Mann, was wollt's denn hier da? Glaubst du, ich habe jetzt... Na, das wird mal zu viel, Leute. Das wird echt heftig hier. Ich habe einen Stern verloren, mindestens. Was muss ich ihn aufhalten? Ja... scheiß Bullen, könnt ihr euch mal da verpissen, oder? Die verfolgen mich nimmer. Ich warte jetzt einfach mal kurz, bis mein Stern weg ist. Geht er weg? Kann ich langsam hin? Ja, ganz vorsichtig. Nicht, dass so die Flugzeugpolizei oder sowas kommt noch. So, jetzt geht's aber los, die Party. So, jetzt geht's richtig los hier. Das ist scheiße, Mann. Scheiße! Komm schon, nee. Echt jetzt? Muss das sein? Komm, wir nehmen uns das Flugzeug und fliegen schnell zur Mission wieder. Komm, schnell, schnell, schnell. Ja, genau. Ja, ich glaube, wir könnten... Könnten wir schon Flugzeug... könnten wir schon Flugzeug fliegen oder nicht? Ich glaube nicht. Letztes Mal, wo wir es ausprobiert haben, ist mir gerade wieder eingefallen, geht das gar nicht. Und hier gibt es auch Hubschrauber. Und vielleicht geht ja das. Nein, wir haben es einfach noch nicht gelernt, Mann. Wir können noch nicht fliegen. Ja. Gut, wer ist dafür, dass wir die jetzt erledigen? Und nicht durch den ganzen Flugzeug rennen? Flughafen. So, zack, zack. Und zack. Alles klar. So. Leute, ich glaube, weil das ziemlich heftig wäre, wenn ich das alles hier lassen würde, bis wir wieder drüben sind.
Lass ich jetzt entweder einen Zeitraffer rennen oder schneid's bis dorthin. Ich werde mich dann noch entscheiden. Bis dann, Leute. Okay, nächster Versuch hier. So, diesmal geben wir direkt Gummi am Anfang. Wobei von der Zeit hat es uns eh nicht mangelt, aber... Gut Leute, ich will nicht, dass die Folge wieder unendlich lang wird. Wir haben aber noch gar kein Ziel anzeigt, aber ich weiß, dass wir Richtung rechts müssen. Ah, jetzt haben wir es anzeigt. So, noch immer mit zwei Fahndungssterne, Leute. Ich werde auf jeden Fall beim Pain Spray vorbeifahren, weil das halte ich da nicht raus auf Dauer. Mit den Kackbullen da im Nacken, das ist zu viel. Das ist echt zu viel. So einen alten Mann wie mich. Da schon. Ah, na doch nicht. Das war ein Mülleimer. Ich habe jetzt irgendwas anderes gesehen. Ey, rechts ist auch direkt Pain Spray, ja. Also. Ja, ja, Land auf dem Kopf. Vielleicht geht's ja noch kaputt, die Kackkarre. Jetzt gib mal Ruhe da, was bist du für ein Arsch? So, hier. Ja, magst nicht mitfahren? Nein, nein, wir sind wer ganz andere, wir kennen dich nicht. Kann ich da vorbeifahren ohne... Ja, okay. Ja, ja, die sind da drin irgendwo verschwunden, ne? Also fahrt's mal rein und dann schaut's mal nach. Ja, so dumm. Na gut. Eins habe ich aus der Sache gelernt. Verwend niemals ein Panzerfaust, wenn ein Freund neben dir steht. Das war echt die beste Aktion, die ich jemals gesehen habe. Ja, ohne Scheiße, ich habe einfach dort, da kommen so viele, die kann ich jetzt alle wegspringen. Und was ist? Mendes ist da auch gestanden. Ja, ja. Jetzt fahren wir zu den Docks. Ja Mann, als ob ich das schon auswendig kennen würde. Fuck, 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 nicht umdrehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erst ja, komm, hüpf in mein Auto rein. Und dann wunderst dich, warum ich einen Fahndungsstern bekomme. Jetzt zum Flughafen noch und das war's. To the airport, rápido! Aber echt jetzt? Das ist hier ein bisschen schlimm hier mit dem Wetter. Ich meine, jetzt regnet schon wieder total. Und nee, gibt's ja nicht. Was ist hier los? Mit diesem Smog hier in San Fierro. Echt schlimm. Nein, da oben geht's nicht zum Airport. Das verwechsel ich dort. Da drin geht's zum Airport. Das werde ich niemals vergessen. Ich bin da oben dort gefahren und habe mich gewundert, warum ich nicht reinkommen bin. Ihr werdet sehen, der Van steht jetzt woanders. Denn das Signal ist immer unterschiedlich. Das ist zufallsgeneriert, wo der steht. Er ist nicht da. Er ist in die Richtung. Oder? Ja, seht ihr, jetzt ist er an einem anderen Platz wie vorher. Na, Servus, wo bist denn du? In die Richtung? Na,
Ein bisschen in die Richtung. So. Jetzt haben wir dich aber gleich, der hat sich wirklich am Aschewelt heute gepackt. Hallo? Auf der Landebahn? Nee, doch nicht. Fahrt er rum oder will er mich verarschen? Ja, hallo? Echt, wo? Achso. Hallo? Na dann. Da fahrt er dann Flughafen die ganze Zeit rundherum. Wart. So. Okay, dann alles klar, Mendes. Ich werde dich diesmal verschonen. So. Ist mir egal. Schaff ihn. Noch wer? Nee. Das war's, Leute, wir haben's geschafft. Aha. Hey man, come on, hurry up. Burate. About time, T-Bone. Who the fuck is this? Hey, that's one of Jizzy's clowns. Relax, Güero. You hear that? We gotta torch this van with the coke in it. Hey, Charlie, Güero, we ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of hey, here. Hey, who the fuck asked you, payaso? This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Ja, also und danke hätten wir auch gerecht. So, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt darf ich's endlich. Hallo. Nein, da fahre ich lieber mit der Limousine. Anstatt mit der Schrottkarre da wieder zurück. Ja, jetzt ist egal, was für ein Auto wir nehmen. Der macht sich da hinten bequem und der Boss sitzt natürlich im Beifahrersitz, ja ja. Sag mal, wie geht's denn hier wieder raus? Schauen wir auf der Karte. Da. Rechts von uns irgendwo. Oh, die Dinger sind so geil zum Fahren, auch in GTA 4. Bist du deppert? Mit der Karre schaffe ich das ja niemals. Wisst ihr, wie kacke das zum Fahren ist? Wow. So, alles klar. Ja, so haben wir unseren alten Lowrider. Also Paint Spray, geht sich das aus mit unserer Limousine? Also was mir gerade aufgefallen ist, wir haben unseren Lowrider, der auftunte da. Oh shit, den haben wir in irgendeiner Garage vergessen, glaube ich. Den haben wir nie wieder verwendet. Mann. Ja, was? Paint Spray ist da oben, wie kommen wir da nach oben? Da hinten die Kurve nehmen. So, darauf und dann müssen wir nach rechts abbiegen können gleich, da die Hutal runterhüpfen. Und zwar so. 3 Sterne, verfickte Scheiße. Bitte sag, du gehst dich aus. Ja. Ist doch größer als ich dachte, der Raum. Ja, und wer zahlt mir jetzt die $100? How long you been working for Jizzy? I haven't seen you before. Just got into town last week. I've done a couple jobs here and there. Got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is it? Man, just ask the fucking question. Hey, look, here, look man, chill. I've been to Los Santos with my family, alright? Give me his wallet. What? Hey, get off! Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? Alright, I've seen enough here. Hey, with the dub in there, better still be there when I check it. Shut the fuck up. Auf die Gläser ist... ja, nein.
So, jetzt haben wir es am Bald, Leute. Ihr wisst, auf langen Fahrten kann ich nie was reden. Das ist so eine Blockade. Eine richtig heftige Blockade. Verdammt, das ist crazy. Was bist du, crazy, Mann, oder was? So. Jo, wir fahren auch mit der Limousine den Bürgersteigerweg. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich das schaffe. Ich wollte euch was lehren. Alles kann man schaffen, wenn man nur an sich glaubt. Wisst ihr, Leute? Das ist... es ist wahr. Egal wie deppert sich das jetzt anhört. Es ist wahr. Du musst doch fest genug daran glauben, aber nicht nur glauben, sondern auch hart daran arbeiten, Mann. Ja. Also dann. Okay, Carl Johnson. You did good today. Man, now shake the spot. We got shit to talk about. 7000 da ist ja meine Paint Spray Belohnung. So, na dann, erspare ich euch das Heimfahren, da die Folge sowieso schon ewig dort hat. Danke, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich werde mich wieder bemühen, nicht mehr zu verlieren, Leute. Es tut mir echt leid, kleiner Ausrutsch heute. Achso, ja, nee, letzte Folge war ja... Na, vorletzte Folge war ja auch noch Back to School. Ha! na gut, okay. Ja, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Lasst eine Bewertung da, würde mich freuen, egal ob gut oder schlecht. Gut, bis dann, Leute, ciao.